Hi Tim, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von BigWave TV. Heute öffnen wir das zweite Türchen, aber ich habe ja auch gesagt, dass es jeden Tag eine Kleinigkeit gibt, die ich noch entweder vorstelle, Erzählungen mache, irgendwas oder draußen bin, eine kleine Tour mache. Und ich habe mir heute gedacht, weil wir auch bald Weihnachten haben und ich es auch schon vorstellen wollte, aber ich habe mir es halt aufgehoben für diese Zeit, weil da passt es jetzt richtig gut rein. Und zwar geht es um dieses gute Stück. Also eigentlich mehr um dieses gute Stück. Ich habe es auch schon mal ausgepackt, einfach weil wir die Videos so kurz wie möglich halten wollen. Das ist dieser Verdampfer von Xiaomi, der halt auch mit Xiaomi Home arbeitet, beziehungsweise mit Alexa oder Google arbeiten kann, wie ich es ja schon mal gezeigt habe. Das gute Stück ist hier. Ich werde es mal mit der anderen Kamera schnell noch filmen, denn das sehen wir noch mehr. Ja, die machen wir jetzt mal an hier, die gute Kamera. Und zwar sehen wir das gute Stück hier, ihr seht es hier oben, ist das Xiaomi-Logo. Ich habe auch schon ein bisschen Wasser reingefüllt. Ich denke mal auch, dass wir den mit Duftöl bedienen können. Das muss ich aber noch erlesen, die Anleitung liegt ja nebenan. Machen wir den mal an. Länger drauf bleiben geht er an. Habt das gehört, der hat gepiept. Ist wieder dieser Vorführeffekt oder wie? Will er wieder nicht? Ach, einmal kurz. Okay, einmal kurz. Und dann seht ihr die verschiedenen Symbole oder auch nicht. Jetzt habt ihr das. Also er zeigt hier gerade an, wenig Dampf. Dann gibt es das Symbol mit mehr Dampf und extrem viel Dampf. Und dann ist hier noch ein Wassertropfen drauf, der wahrscheinlich feucht macht. Und jetzt gehen wir mal hier hoch. Ihr seht es schon, wir sind auf der ersten Stufe. Und was da schon rauskommt, ist der Wahnsinn. Es ist auch sehr angenehm, es ist schön kühl. Ich drücke mal jetzt die zweite Stufe für euch rein. Und es ist echt Wahnsinn. So, machen wir die dritte Stufe. Wahnsinn. Wie schnell der auch reagiert, also ich bin begeistert und es ist echt angenehm. Also es erfrischt die Luft, sehr schön. Ihr seht es hier, was da rauskommt. Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Von jetzt drücken wir mal die letzte Stufe drauf. Bin ich mal gespannt, was er da macht. Macht wahrscheinlich selber, aber wahrscheinlich die Luft feuchter. Dass dann mehr Feuchtigkeit rauskommt. Ist auch alles sehr angenehm, was da gerade rauskommt. Und so, jetzt habe ich auf Stufe 1 zurückgestellt. Ich denke mal, man kann ihn mit Duft bedienen. Man kann ihn auch, wie gesagt, mit Smart bedienen. Da weiß ich jetzt aber allerdings nicht, wie das funktionieren soll. So, machen wir das gute Gerät mal wieder aus. Und ja, das war die Kurzvorstellung von den Xiaomi. Ich sage mal gleich genau, wie er heißt. Falls ihr doch daran Interesse habt. Das ist der Xiaomi Smart Antibakteriell Home Divider. 4,5 Liter passen rein. Das ist echt ordentlich. Ja, wie gesagt, mit Alexa und Google bedienbar, beziehungsweise mit der Xiaomi eigenen App. Diese haben, die heißt Works with Mi Home. Also Mi Home ist die eigene App von Xiaomi. Ja, so viel dazu. Ja, ihr habt es gesehen, meine lieben Freunde. Ich finde das Gerät einwandfrei. Ich hatte es probiert. Ich möchte dann, wenn ihr wollt, auch mal demnächst, wir können gerne mal auch ein längeres Video darüber machen, wie ich komplett auf das Gerät eingehen werde, wie das mit der ganzen Smart-Sache funktioniert, ob es funktioniert über Alexa beziehungsweise über Google oder über der eigenen Home, auf der eigenen Xiaomi-App. Das können wir gerne mal ein längeres Video machen. Ich wollte euch das mal vorstellen, denn wie gesagt, 5 bis 10 Minuten Videos machen wir heute. Die Luna liegt hier wieder unter einem riesen Kissenhaufen. Hier ist nochmal ein großer Haufen. Da liegt die Gurke immer drunter. Ja, mein Schatz, komm hier. Oder sie liegt in ihr Häuschen. Irgendwo liegt sie immer. Alte Mecker-Jule. Alte Mecker-Jule. So. Meine lieben Freunde, kommen wir mal zu den allerersten Kalender, denn wir machen heute das zweite Türchen, aber ich habe mal den kleinen Kalender. Da ist wahrscheinlich wieder so eine kleine Schokolade drin. Sehen halt doch immer ein bisschen anders aus, aber so kleine Schokoladen sind ja trotzdem drin. Das zweite Türchen habe ich hier gefunden. Wir holen mal das gute Stück raus. So sieht das denn aus. Ich mache mal heute mit einer Kamera. Ja, ich esse heute auch mal alle. Ich probiere mal heute alle Schokoladen. Das ist normale Schokolade, schmeckt halt ganz normal.
wie jede normale Schokolade auch. Gestern die Schokolade hat sehr gut geschmeckt, auch von Lindt. Wir fangen jetzt auch mal mit Lindt, gehen wir mal weiter voran. Und die Nummer 2, die ist ein bisschen größer als die gestrige, das ist hier diese Tür. Wir machen die jetzt mal gemeinsam auf. Was ist denn da drin? Nie wieder so, nee, ist wieder so ein Bomben drin. Auch wieder ein Lindor, diesmal aber so eine Kugel. So sehen die dann aus. Kamera zoomt überhaupt nicht ran heute. Ich hoffe, sie zoomt jetzt besser. Ja. Probieren mal. Oh ja. Also noch der Schokolade gerade eben eine richtige Genusstour. Aber es reicht schon auch. Also nach dem Kalender bin ich mit Schokolade auch gut bedient. Mehr brauche ich nicht. Oh, hier ist die Tür schon abgerissen. Schade. So, wir suchen mal die zweite Tür vom IKEA-Kalender. Ich habe sie schon gefunden. Die ist hier unten. Und da... Da bin ich ja begeistert. Was da immer drin ist, ein Pralines. IKEA macht ja wirklich mal Pralines rein. Ich hoffe, ihr seht das. Also das ist echt mit weißer Schokolade und drin so ein Crisp. Das hatten sie aber letztes Jahr nicht drin, aber was anderes. Ich beiß mal nur die Hälfte ab. Oh, drin ist noch eine Füllung. Oh, das ist lecker. Oh, das ist lecker. Also die IKEA-Kalender sind immer wieder geil. Und jetzt kommen wir zu ihren Kalender. Die eine ist zu, warum ist sie zu? Also die Schokolade reicht aus. Es ist mir gerade zu viel. Ich habe jetzt richtige Süße im Mund. Mag ich überhaupt nicht. Es ist schon zu viel. Also nee, das reicht. Das ist mir schon zu viel heute. Und das ist unter ihrer Tür. Mal schauen, was da diesmal drin ist. Hier so eine Plastiktüte. Das machen wir mal auf. So Ente oder irgendwas wird das wahrscheinlich sein. Ja, Luna. Leckerli. Mal vorlocken hier. Ja, da kommt das Näschen raus, gell? Da kommt das Näschen raus, mein Schatz. Ja. Komm mal, das fressen. Komm her, leg das unten hin, da kannst du das fressen. Komm hier, mein Schatz, komm. Hier, komm her, Muppischen. So, hier. Also sie frisst. Auch das frisst. Wir machen ein Video von machen. Oh, da freut sie sich sogar. Oh, die freut sich sogar. Muppischen. Immer das, der Leckerli. Ja. Wie sie sich freut. Ja. Jetzt geht's weg. Jetzt versteckt sie es. Ja, also es scheint wirklich sehr gut zu sein aus dem Kalender. Sie frisst es. Oh, wie schön sie sogar frisst. Lecker. Lecker. Schmeckt das, mein Schatz, ja? Na? Papa, guten Kalender für dich gekauft. Ja, dass du auch was von hast, gell, mein Schatz, ne? Na? So, meine lieben Leute. Das war's dann auch wieder von heute. Mal schauen, was es morgen für eine Überraschung gibt. Heute habe ich hier kurz vorgestellt. Wie gesagt, wenn ihr den noch mehr vorgestellt haben wollt, kein Thema, mache ich gerne. Wenn ihr schreibt es in die Kommentare rein, sagt einfach, ja, möchte ich gerne. Ich möchte gerne wissen, wie die Smart-Funktion komplett funktioniert mit diesem Gerät. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich habe es mal heute erstmal ausprobiert, wie das überhaupt funktioniert. Ich bin einwandfrei. Ich bin total zufrieden bis jetzt mit diesem Gerät. Und ja, wenn die Smart-Funktion, ich werde die auch mal testen heute, das Gerät auch mal komplett durchtesten. Und dann, wie gesagt, stelle ich euch das gerne komplett vor, wie es alles funktioniert mit Alexa, mit der Google-System oder mit den Xiaomi-Icon-System. Das werden wir alles mal durchprobieren und dann mal zu gucken, wie das funktioniert, ob wir das auch draußen bedienen können, wenn wir nicht da sind und sagen können, ich möchte das gerne anhaben. Das wäre ja interessant. Ja. Aber dann, meine lieben Freunde, das war's heute von diesem Video. Wir sind knapp bei 10 Minuten. Wunderbar. Passt einwandfrei. Echt genial. Dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Wie immer gilt, Daumen spreizt nicht mit Leisgeizen. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Teilt das Video mit euren Freunden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Sage ich, Hi Ten. Bis dann, haltet die Ohren steif. Bis morgen. Auf Wiedersehen.